Der Zirkus Krone steht wegen seiner Tierdressurnummern immer wieder in der Kritik. Dabei stehen die Türen für jeden offen, der sich persönlich ein Bild von der Haltung der Tiere machen möchte. Aber speziell der Raubkatzendompteur Martin Lacey Jr. geht noch einen Schritt weiter. Er gewährt jetzt dem Publikum zu Beginn jeder Vorstellung einen Einblick in seine tägliche Arbeit mit den Löwen und Tigern und beantwortet alle Fragen der Zirkusbesucher. So haben die Zuschauer die bislang nie dagewesene Gelegenheit, quasi bei Proben dabei zu sein. Und auch sonst gibt es im dritten Winterprogramm nie dagewesenes, aber auch letztmaliges. Wir waren bei der Premiere von Kulinarisch. Zum närrischen Fasching hier in München heißt unser Programm Kulinarisch. Ich lasse mich überraschen, ich kann mir noch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Kulinarisch ist ja immer was Gutes zum Essen. Ja, es riecht hier schon so ein bisschen verdächtig, ob das die Kühe sind. Es treten auf bayerische Kühe mit Clown Tonito. Wenn man das abwandelt mit Kuh und Narisch, finde ich ganz lustig. Ich liebe Kühe, also ich habe wirklich eine Affinität zu Kühen. Ich hoffe, dass die Nummer dann auch so narisch ist. Ich habe schon mal Kühe im Zirkus gesehen und ich finde das wunderbar. Weil Kühe werden ja total unterschätzt. Das sind ja wunderschöne, intelligente, sanftmütige, herrliche Tiere. Und mir wurde erzählt, dass die Kühe, die wir heute Abend sehen, schon 25 Jahre alt sind teilbar. Welche Kuh darf schon 25 Jahre alt werden in Deutschland oder überhaupt in Mitteleuropa? Und deswegen finde ich das wunderbar, dass wir hier die Kühe zu sehen bekommen. Und warum denn immer nur die Elefanten? Also ich finde, eine Kuh hat genauso die Ehre verdient, im Zirkus aufzutreten. Und vor allen Dingen hat sie es verdient, ein so schönes Leben zu führen im Zirkus Krone. Auf jeden Fall. Erwartet schon bayerische Kühe in der Manege zu sehen. Und auch da ist etwas Besonderes zu erwähnen. Sie waren das letzte Mal vor 17 Jahren bei uns zu Gast und sie werden nach ihrem Auftritt in Rente gehen, auf die grünen Wiesen. Und deshalb zum letzten Mal in der Manege des Zirkus Krone zu sehen, bayerische Kühe und Clown Tonito. Und etwas ganz Besonderes, nämlich eine Schulstunde mit Löwen. Das heißt, es wird Unterricht gehalten und das Thema des Lehrprogramms heißt Springen. Wie springe ich hoch und weit und kräftig und wie viel Belohnung bekomme ich dafür? Mit sehr viel Erklärung von Martin Lacey. Genau zwischen Löwen, Hotspot. Siehst du? Löwen ist Grubtier. Genau kommt in die Grub. Jetzt ist bequem. Dann haben wir für die junge Generation eine wilde Party in der Manege, nämlich Springen am Trampolin, haushohe Sprünge im Sekundentakt. Das macht die Truppe nonstop aus der Ukraine. Und einen Herrn, einen Gummimenschen, im Zirkus heißt es Klischnik, der sich so verdrehen und verbiegen kann, dass man denkt, er hätte keine Knochen. Er passt in eine Kiste 50 mal 30 Zentimeter. Das heißt, er könnte auch mühelos in einem Gepäckschließfach im Hauptbahnhof übernachten, wenn es mal keine Hotelzimmer gibt. Wenn Sie sich eine Fähigkeit aussuchen könnten, die für gewöhnlich in einer Manege beheimatet ist, also eine zirzensische Fähigkeit, welche wäre das denn? Würden Sie sich selbst gerne in eine Seifenblase hüllen können, auf einem Elefanten voltigieren, während du noch eine Partnerin auf Händen trägst? Was wäre das denn vielleicht? Also das mit der Seifenblase ist eine schöne Idee, gefällt mir gut. Aber ich würde, glaube ich, mehr ins Artistische gehen. Ja? Ich weiß auch, ganz weit oben und dreifache Salto und so weiter, weil ich bin ja extrem gelenkig, weißt du? Naja, Oh my goodness. Was mir fasziniert, sind diese Frauen, das machen so mit den Beinen hinten und so, oh Gott, ich könnte das nie machen. Aber die fangen an wahrscheinlich mit 5. Ich würde alles kaputt machen. Aber ja, das fasziniert mich. Was ich machen würde, Gott,
Man muss ganz jung anfangen und braucht so viel Übung. Zu spät für mich. Dann wäre ich gerne eine Top-Jongleuse, weil die Jongleure haben das schönste Leben von allen. Die haben alles, was sie brauchen, um zu arbeiten, in einem Koffer. Und deswegen wäre ich gerne eine Top-Jongleuse. Ja, aber wie ist das mit denen, die doch Motorsägen jonglieren? Dann brauchst du einen größeren Koffer. Nein, ernsthaft. Die Top-Jongleure, die tolle Engagements haben auf der ganzen Welt, die werden beneidet von allen anderen Artisten, weil die sagen, ey, guck den an, der reist mit einem Koffer um die Welt und hat das schönste Leben. Ne? Aber ich habe auch gehört, Jongleure an sich, das ist wieder so ein Zirkus-Insider, sollen uns ein bisschen an den Nerven haben, was man verstehen kann. Ne? Erst einmal, ich finde die Akrobaten, finde ich wahnsinnig. Elefanten. Möchtest du einer sein oder dressieren? Ja, ich möchte den Elefanten arbeiten. Ich würde auf einem Elefanten tanzen wollen. Ja, das wollte ich immer als Kind schon. Ich hab mir immer Tango, Stepptanz, was denn? Nein, ich möchte einfach drauf stehen, in einem Pas de Deux hereinschweben mit meinem Partner dabei. Ja, irgendwie was ganz auf dem Rüssel sitzen und schwingen. So herrlich. Das wollte ich also Rüssel-Voltigieren? Rüssel-Voltigieren. Kommt doch gut, oder? Am besten mit zwei Elefanten. Die müssen sich so einknoten und ich in der Mitte und ich schwinge dann so in die Manege. So stelle ich mir das vor. Also gut, da kann man sich mal irgendwas brechen, schätze mal. Oder man ist tot, wenn die vom Trapez mal irgendwo woanders hinfallen. Aber da ist die Gefahr nicht so groß, glaube ich, beim Lazy. Bei den Löwen und Tiger. Come on, ladies. Come on, my good girls. Good girls. Come on, come on. Gas drive, good girls. Come on, come on, good girl, brav, ganz brav, alle up, hopp, hopp, there you go, good girl, brav, ganz brav. Also, danke schön. Ich bin ja Tierfan und ich finde das toll und ich kenne die ganzen Tiger und Löwen. Und da gibt es ja auch immer so Geschichten, Zirkus und so, man weiß das ja. Aber ich kann sagen, weil ich da auch ein bisschen immer ein Problem habe, aber ich sage mir immer, wir sollen erst einmal in den Griff kriegen, die ganzen Schweine durch Europa oder die Kühe durch Europa und anständig die Hunde und Katzen halten und so. Da gibt es ja viele Probleme und ich habe mir das extra angeschaut und die werden halt vorbildlich gehalten hier im Zirkus Krone. Ich kenne das Freigehege da hinten und Lazy ist bei denen am Tag ein paar Mal. Da habe ich ihn sowieso bewundert, ich habe mich nicht gesehen, aber ich ihn, wo er da mit denen da rumgeht. Also das war schon, das möchte ich gern, das Vertrauen der Tiere so haben. Ich bin ein alter Fan von Nat Geo und da gibt es immer die Tierfilme, ich kenne jeden. Also ich weiß ganz genau, wie die Löwen und Tiger reagieren in der Wildnis. Also da wäre ich gerade nicht so dabei. Dann lieber die Artisten. Also ich habe schon einiges ausprobiert bei Stars in der Manege. Ich war in der Manege bei den Löwen. Ich habe mit Hunden gearbeitet, eine schöne Nummer. Also ich finde, so Tieren wie Hunden, das macht unheimlich Spaß, weil die haben ihren eigenen Willen und war eine schöne Nummer. Oben am Trapez, da ist es nicht meine Welt. Also ich bin eher ein Bodenakrobat, würde ich sagen. Und der gerne auch vielleicht als Clown arbeiten würde. Das wird mir Spaß machen, ja. Absolut, kann ich mir alles gut vorstellen. Ich liebe Zirkus total. Ich finde es wundervoll, dass es sowas noch gibt in unserer Welt. Es ist eigentlich ein Anachronismus. Ich finde es wundervoll und wenn es Zirkus mal nicht mehr gäbe, dann würde, glaube ich, was Wesentliches fehlen. Atmosphären und Besonderheiten, die diese Welt ja so braucht. Wieder überwältigend und immer wieder ganz neue Nummern. Ja, sensationell. Also besonders dieser Mann mit seinen Bewegungen, mit seinen Gummischlangen, ja, der in der Kiste. Das war ja fantastisch. Der Clown gefällt mir wahnsinnig, der Tonito. Das ist einfach witzig. Das ist halt so ein Clown auf hohem Niveau. Ich bin vollauf zufrieden und finde es schön. Das ist eine ganz irrsinnige Vorstellung. Ich finde es ganz wunderbar, vor allem die Einführung mit der Dressur am Anfang war mal so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen.
Ist spannend. Ich habe selber einen Hund daheim und weiß, wie schwierig es ist, bis er nur sitzt. Und das Ganze mit Löwen zu praktizieren und Fleisch ist eine sehr spannende Geschichte. Und auch ansonsten, also gerade Jana Mandana finde ich einfach unglaublich von den Dressuren. Auch die Pferdedressur und mit den Elefanten. Und ich finde es immer wunderbar. Ich weiß, es wird immer sehr kritisiert. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass es den Tieren einfach unglaublich gut geht dabei. Sie wirken relaxed, sie sind unglaublich gepflegt. Man hat das Gefühl, die lieben sich gegenseitig. Und dann macht es auch Spaß zuzuschauen. Ich finde es sehr faszinierend. Wir sollten uns viel mehr um Tiere kümmern, die am Aussterben sind und die in der Natur gejagt werden. Völlig unnützerweise, nur damit sich die Herren eine Freude haben, dass sie was geschossen haben. Das finde ich viel, viel schlimmer. Was ich so großartig finde, dass es das in unserer Zeit, in unserer Welt heute noch gibt, dieser Anachronismus, dass der noch eine Lebensform hier kriegt. Ich bin total begeistert. Schröder kann es nicht sein, ja. Heute gibt es auch ein ganz besonderes Highlight, ein Manegendebüt, nämlich die zwei Jüngsten der großen Zirkus-Krone-Familie werden heute Debüt feiern. Und zwar Shirin und Alexis, 9 und 10 Jahre alt, und die werden ihre Dressurkenntnisse an Pony Lucerito präsentieren. Eine sehr schöne und sehr einfühlsame Dressur. Und vor allem Alexi, das ist der Sohn von Jana Mandana und Martin Lacey, freut sich unheimlich. Und das Pony findet er echt cool. Ganz lieb. Also das Pony war so toll frisiert mit den Haaren, also mit dem Fell. Und die Kinder, ist immer schön, Kinder zu sehen oder kleine Künstler, junge Künstler. Das war was Tolles. Ganz vorzügliche Vorstellung. Naja, das ist halt Zirkusleben. Ne? Da wird der Nachwuchs so schnell wie möglich natürlich herangezogen. Und ich glaube, wenn die das lernen, von Kind auf mit den Tieren so umzugehen, auch gut mit den Tieren umzugehen, dann erziehen sich vielleicht die Kinder und die Tiere gegenseitig so ein bisschen im Zirkus. Zauberhaft, ganz süß. Toll, dass es da Nachwuchs gibt. Also wunderbar, wenn die weiter so machen, dann werden sie mal ganz große Tierdompteurinnen und Tierdompteure werden. Also die zwei Kinder, die waren toll. Und man hat es ja gemerkt an den Zuschauern, also es sind ja viele Kinder hier drin, hat man ja gemerkt, große Klasse. Fantastisch. Ich muss sagen, in dem Alter muss man anfangen, diese kleinen Süßen, und sehr professionell, sehr cool. Und das macht schon Spaß, sowas zu sehen, ja. Ich habe zwar nicht mitgekriegt, was die genau gemacht haben, aber das Pferdchen jedenfalls war toll dressiert. Das dritte Winterprogramm des Zirkus Krone, kulinarisch, noch bis zum 2. April im Zirkus Kronebau. Dann zieht der Zirkus wieder mit seinem Sommerprogramm und dem großen Zelt los, bis er im Winter wieder nach Hause kommt.